Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Season 2, Episode 4 vom Community Kopfbau. Wir gehen ins nächste Ründchen. Wir haben uns wieder 3 Videos von euch rausgesucht. Denkt dran, alle, die die Regeln befolgen, Regeln findet ihr in der ersten Episode von der Staffel 2. Alle, die sich an die Regeln halten, die kommen auch hier rein. Die nächsten 3 haben wir jetzt rausgesucht und da fangen wir auch einfach mal direkt mit dem ersten an. So, also gucken wir mal rein. Als erstes haben wir Justin. Hi Shisha WG, willkommen zu meinem Community Kopfbau. Die Frage ist, da schon Ton? Zwar zeige ich euch erstmal meinen ganzen Stuff. Das ist schon eine weird Ecke, das erinnert mich an so einen Horrorfilm. Zangen, eine von Ocean, Ehrenzange von The Hooker, eine von der Dillor-Pfeife und man das sind somit die geilsten Zangen. Standard Dreckszangen. So, und hier sind meine Köpfe. Da haben wir einmal, ich weiß nicht den genauen Namen, auf jeden Fall von Rosen. Also wie der genau hieß, weiß ich auch nicht mehr. Das war der M. Rosenfeld. Das war eigentlich auch ein spanischer Funnel und die haben einfach ihr Logo draufgepackt und haben den dann als ihren Kopf verkauft. Ist ja kein Problem, machen ja viele Kopfhersteller. Aber wie der genau hieß, weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß auch nicht. War irgendwas jeder hat irgendwie ich glaube, hieß der wirklich ich so? Weiß es ich glaube, jeder hat einfach der Vulkankopf gesagt, aber ja. Das war so ein Kopf wie der Gleaner. Jeder konnte sein Logo draufpacken und nennen, wie er wollte. Irgendwas mit Vulkan heißt der. Den Kopf fand ich aber schrecklich. Echt? Ja, weil so. Der oben so diese Kante, du konntest den nicht mit Alu rauchen. Smokebox war auch sehr, sehr weird. Fand ich nicht so geil. Hier der Amazon-Kopf. Den Namen, keine Ahnung. Der Amazon-Hammer. Hier haben wir einen richtigen Oshi. The Hooker. Ja, ein Stein der Weisen-Kopf. Stein der Weisen heißt er, glaube ich. Mit der Smokebox. 2 Kalauts. Einmal den Nieres, einmal Auris, glaube ich. Der sieht echt doch gut aus. Mm, Azuris heißt er. Oh, ein 80 Feet. Hier, Hooker John, 80 Feet 80. In der... Oh Gott. In der Somo Edition. Junge, schau. Sehr geiler Kopf. Benutze ich aber selten. Hookain Vintage Splash Bowl. Dann kommen wir zu meinen Lit Lips. Oh, nice. Auch nice, ja. Cool Water. Hier, der Cool Water. Finde ich, sieht richtig... Auch so schön geil aus. Ja, hat er echt einen schönen abbekommen. Dann Sky Blue. Der ist auch cool. Und dann nochmal so einen der dunkelblauen. Ist auch schön, ja. Und eine Black darf natürlich nicht fehlen. Ich finde das auch richtig geil. Marble. Ich glaube, das war Toxic Waste. Black Green. Was hieß der? Green Marble. Echt? Toxic Marble. Irgendwie sowas. Green Marble, oder? So, ja. Passend in Grün zu der Viral One. Schlicht und ergreifend die beste Travel-Pfeife. Ja. Und dann haben wir hier einmal die Ocean KFS. Schönes Colorway Sleep. Nicht mit der originalen Bowl, sondern mit einer Clear Bowl. Ja, auf jeden Fall auch von Ocean, weiß jetzt aber nicht den Namen. Dann WD Mundstück. Aber passt schön von der Farbe. Und größte Pfeife, einmal. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, welcher das ist. Also ist das eine WD oder ist das eine Hooker? Safe with the Hooker. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie das Modell heißt. Aber sagt er uns bestimmt gleich. Die The Hooker Performante. Ah. Und hier einmal noch ein LED-Untersetzer von Mataleon. Aber was ich kommen wir dann zu meinem Tabak. Diese Laser. So, hier ist mein Tabak. Ist nicht viel. Mega nice. Ich hatte erstmal vor, meinen ganzen alten Stuff zu verbrauchen. Ist nicht viel, aber mehr braucht man nicht, ne? Ich wollte gerade sagen, ist nicht viel, aber das Beste ist schon dabei. Ja. Der Grape 2.0. Allmassiver Bruderherz. Guter Bruderherz. Und den kenne ich gar nicht. Brosmoke Special Blue. Ich wusste gar nicht, dass die Tabak rausgebaut haben. Ja, also das sagt mir auch gar nichts. Der Brosmoke Special Blue. Hooker, ihn, Dampfsteine. Habe ich am Anfang auch ganz gerne benutzt, die Mint- und Mentholsteine. Mittlerweile muss ich sagen, braucht man sie eigentlich fast gar nicht mehr. Nein, aber sie waren eine schöne Alternative am Anfang, wo es nichts anders gab, erstmal wieder. Genau, für den Umstieg waren die echt gut, aber mittlerweile braucht man die, glaube ich, nicht mehr. So, kommen wir dann nun zum Kopfbau. Aber schön, worauf ich, Hokain. Echt gute Top-Down-Perspektive. Also, so ich will nicht wissen, was ich dafür. Also, eben war es scheinbar nur ein Handy, was er sich da gebastelt hat. Ja, vielleicht liegt ja jetzt auch einfach das Handy irgendwo drauf. Aber auf jeden Fall nice gemacht. Hätte es gedacht. Grape 2.0. Mashallah, da bin ich happy. Den muss ich beim nächsten Mal auch sagen, dass ihr ihn verbieten sollt. Nee. Traube Minze werde ich nie verbieten. Ich will gar nicht so ein Overpack haben. Dann soll schon Noppenkontakt. Okay. Gutes Noppenkontakt. Einfach der hier. Der Lippe ist auch einfach zu schön. Rein. Ja. Nicht großartig andrücken. Aber das dürfte eigentlich schon reichen. Das hält jetzt wieder, ne? Ja. Man sieht es nur von oben. Man muss es dann auch nochmal von der Seite sehen. Vielleicht zeigt das uns ja gleich nochmal. Jetzt. Da, ne? Ja. Dann sieht man schon, wenn du von oben drauf guckst, man sieht das nicht immer. Wenn du von der Seite drauf guckst, siehst du direkt, das sieht nach, das ist deutlich mehr, als man denkt, wenn man es nur von oben sieht. Könnte so schon fast mehr als Noppenkontakt sein. Ja. Oh, da geht noch ein bisschen. Das reicht.
So, jetzt verteilen wir es erstmal ein bisschen. Oh, ich glaube, das wird schon sehr gutes Noppenkontakt, wenn nicht sogar Vollkontakt. Aber er hat ja auch gesagt, er will gutes Noppenkontakt. Ja, das siehst du, er hat genauso einen Struggle mit der Kamera. Nicht zu fest andrücken. Ich kann das genauso wenig gut. Ja, aber es ist auch einfach, man muss sich da wirklich dran gewöhnen. Nur ein bisschen zurechtlegen, dass nichts ins Funnelloch fällt. Aber es sieht schon sehr schön aus. Mhm. Wenn du dir hier das anguckst, dann macht das schon gut. Ich glaube, das wird was. Ich bin gespannt, was er hier oben in der Ecke noch macht. Ja, 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 ja. Sehr geil. Und das glänzt auch immer so schön. Mhm. So, das dürfte schon reichen. Reicht safe. Ja. Ist richtig gut geworden. Ja. Ein paar Blätter hängen noch hoch. Ja, gut. Aber das ist kein Problem. Wenn der HMD drauf kommt, drückt er da drunter. So, so. Ja. Das dürfte. Digga, perfekt. So würde ich halt original genauso bauen. Also, Real Talk, würde ich genauso bauen. Passen. So, noch den Rand wegmachen. Ein Fetzen Zeber. Der Mann ist sparsam. Genau wie ich auch der Sparbrötchen-Move. Ich reiß mir da auch immer nur so ein kleines Stück Zeber ab, anstatt so ein ganzes Blatt zu nehmen. Man braucht ja auch nicht mehr. Aber ich glaube, das ist Vollkontakt. Das aus? Ja, 100 Pro ist das Vollkontakt. Auf jeden Fall. Da könnte also, natürlich sogar am Anfang ein bisschen Rip sein. Ja, aber dann dreht man ein paar Mal und gut ist. Dann läuft das. Ja. Oh, haben wir wieder weniger Klicks mit Daumen hoch. Und ab damit auf die Vairo. Ach, auf der Vairo. Ja, cool. So, die Kohlen liegen drin. Zweimal Black Kokos. Ich glaube mit der Vairo, oder? Nee, mit der Vairo hatten wir noch keinen Community-Kopfbau. Finde ich geil. Ich muss sagen, ich würde die auch daheim selten rauchen. Ja. Also, ne, bei mir im Flur, wenn ihr mal auf der kleinen Cam guckt, links, da stehen ja auch zwei. Ich glaube, ich habe sogar noch zwei im anderen Raum stehen. Vairo One finde ich super geil, benutze ich aber eigentlich nur Outdoor. Ja. Also fast nie drinne. 26er Kohlen, wie gesagt, auf der Vairo One. Sehen wir jetzt mal den Rauch an. So. Hier bin ich. Ich hatte gerade ein bisschen Moin Meister. Probleme mit dem Durchzug. Den musste ich gerade wie du gesagt fixen. Hast, ne? Wenn du Overpack baust, dann kann das mal passieren. Kannst du mir die Zange geben? Na sicher. Jetzt läuft der Kopf aber. Gucken wir uns mal die Rauchentwicklung an. Ein schöner Eiswürfel im Hintergrund, die Barbeimer. Männerhöhle. Ja, läuft. Und ich würde sagen, kann mich sehen lassen. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben dich eben nicht mehr gesehen. Ne? Ja, sieht gut aus. Auf jeden Fall. Da ist jetzt auch gar nicht so viel Licht am Start, muss man sagen. Ja, ja, man merkt doch, dass das fast nur das Hintergrundlicht ist hier, ne? Ich habe meinen Zwillingsbruder gefunden. Könnte echt dein jüngerer Bruder sein, schon, ja? Ne? Safe. Das war's dann auch schon mit meinem Kopfbau-Video. Ich bin raus. Peace out. Sehr nices Video. Kopfbau, wie gesagt, ich hätte es nicht anders gemacht. Wunderbar. Tabakwahl, Kopfwahl, Pfeifenwahl, bin ich bei allem bei dir. Sehr, sehr nice. Ja. Sehr, sehr nice. So, als nächstes gucken wir bei Marco rein. Marco schreibt direkt am Anfang, tut mir leid, für den schlechten Schnitt ist mein erstes Video und entschuldige mich für die Handyqualität. Oh, die Qualität sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Haben wir schon also, viel Schlechteres gesehen. Ja, da musst du dich auf jeden Fall nicht verstecken. Dass der Schnitt am Anfang nicht perfekt ist und dass das sehr ungewohnt ist, einen Kopfbau noch zu filmen, ich kenne das, Leute. Das ist nicht so einfach, wie das immer aussieht. Das ist nicht einfach, stellst deine Kamera hin und fertig. Wenn man das mal macht bei so einem Community-Kopfbau, dann merkt man erstmal, was dahinter steckt, einen wirklich schönen Kopfbau auch zu filmen. Ne? Und ich glaube, das hat auch der Marco hier dann doch mal gemerkt. Ne? Schauen wir mal rein. Servus zu meiner Präsentation about my Pfeifen. Ja, okay, Spaß beiseite. Liebe SWG-Community, mein Community-Kopfbau-Video heute mal von mir. Also stelle ich mal meine paar Pfeifen vor. Viele sind es noch nicht. Ich rauche jetzt Pfeife seit Mitte September erst. Ah, okay. Also seit einem halben Jahr. Hier meine erste Pfeife. Wie jeder, eine Alu-Pfeife und erstmal Fehlkauf gemacht. Und sie steht noch aus Deko-Zwecken. Ja, für den Anfang ist das ja okay. Ich dachte ja nur, holt euch direkt eine Edelstahlpfeife, weil sie halt länger hält. Ne? Also hast du halt länger deinen Spaß aber mit. Aber war das nicht, würde ich sagen. Schlimm ist das jetzt nicht. Ne? Dann hier vorne schön zu erkennen. Eigentlich meine schönste Pfeife mit einer 360 Bowl als Umbau. Oben drauf ist es eine CRT-Pfeife. Ich weiß nicht genau welche. Könnte ich dir jetzt auch gar nicht sagen. Also bei CRT kenne ich jetzt die Modelle nicht auswendig. Ich muss auch sagen, das ist halt Geschmackssache. Ne? Ich feiere so stehende Flaschen-Shishas jetzt nicht. Nein. Du auch nicht? Ich finde die liegenden schöner. Also ich mag Flaschen-Shishas, ich finde die liegenden einfach schöner. Ja. Aber für jeden, der sich die Mühe macht, finde ich das eine coole Sache. Du, und ist auch Geschmackssache, ne? Wenn er sagt, für ihn die geilste Pfeife, dann ist halt so. Ja, so, definitiv. Ne? Hier drüben noch meine Breeze, meine kleine Mose Breeze. Auf die Breeze 2 warte ich immer noch.
aber Zeit haben wir. Nicht weiter geht's zu meinen Köpfen. Schön. Alter, geil gemacht. Einfach selbst, oha. Das ist richtig nice gemacht. Das ist saugut. Voll die nice Idee. Das wirkt auch mega ordentlich. Also ja, vollkommen aufgeregt. Krank ordentlich. Alles griffbereit. Sehr, sehr geile Idee. Müsste man sich mal abkommen. Vor allem auch so sauber ausgeschnitten. Guck mal, ne? Hat er die einfach zusammengeklebt? Ist hier Klebeband drum? Wie geil. Hier drüben noch Kohlekopf. Oh, und wieder eine SWG-Zange. Feier ich, Marco. Feier ich. Mit natürlich 10% mehr Rauch durch diese Zange. Kaufempfehlung ist da. Dieses Gefäß lege ich meine Karlauts immer ein, um sie einfach sauber zu halten. Hier meine selbstgebaute Kopfbau oder Kopfmatte, Kopfbrett, wie auch immer, wo ich meine Köpfe einfach drauf lager. Ganz einfach, hier drüben keine Kopfbaumatte, immer parat. Selbstgebaute Kopfbaugabel, Stecher, eine und zweite Zange. Köpfemäßig, was habe ich so? Normaler Moon Funnel, nichts Besonderes. Oblako Mono, darf ich aber jetzt nicht bauen. Nochmal zwei Oblakos, schwarz und so ein orangenes Colorway. Ich weiß nicht, wie die heißen. Dann mein Litlip Cool Water. Ein Litlip in einem anderen Colorway, wo ich auch nicht weiß, wie es heißt. Dann hier drüben noch so ein Khalifa, den rauche ich eigentlich nie. Den habe ich am Anfang geholt. Muss ich sagen, ich fand den Khalifa auch nicht schlecht, aber ich rauche den jetzt auch nicht mehr wirklich. Nein, das war so eine Alternative, als Oblako ausverkauft war. Und mein neuester Errungenschaft, mein Lashley Pipikaka. Dann hier unten geht's weiter mit meinem kleinen Tabakregal. Oh, schon wieder Bro Smoke. Stimmt, schon wieder Bro Smoke. Ja, was ist denn heute hier los? Oben habe ich halt hier so mehr so cremig Süßes drin, bisschen Vanille, bisschen Kaktus, White Cake und so weiter. Hier unten ist eigentlich alles Mögliche drin, im Bereich fruchtig-zitronig. Da hinten rum kann man sehen, ein paar mehr Must-Have-Sorten, Lime, Pinkman, Straw Lychee und so. Kommen jetzt noch ein paar mehr. Ja. Hier oben nochmal komplett cremig. Viele cremige Sachen. Ja. Viele cremige Sachen, ja. Unten ist dann hauptsächlich mein Hauptregal. Eis, Cactus, Wild Punch, Grape, Booster, Dark Side. Er hat ihn gleich. Ist da wieder der Grape. Du kannst Marvin 300 Dosen hinlegen, er findet die Flat-Dose Grape Wind. Ja. Da ist eigentlich so alles fruchtig, kühle und Dark Side halt drin, was ich gerne rauche. Da würde ich doch auf jeden Fall auch das passende Köpfchen finden. Definitiv. Und hier unten sind nochmal ein paar andere Köpfe. Darunter so einen Hukain-Kopf, wo ich leider nicht weiß, wie er heißt. Den fand ich nicht gut. Das waren die, wie hießen die denn nochmal? Ich komme auch nicht mehr auf den Namen. Drip Bowl. Ja, ich fand die nicht gut. Die Drip Bowl, ich fand die auch nicht geil. Das Tabakdepot war ultra schmal und sauhoch. Ja. Und das ist einfach nicht gut für den Kopf. Nicht in der Extreme hier. Du kriegst auch teilweise, hatte ich so das Gefühl bei dem Kopf, die Hitze gar nicht bis unten hin. Nee, das war immer so ein Riesenproblem bei der Sache. Und oben hast du kaum Fläche. Genau. Und das, wenn man so sagt, du hast, wie ich finde, nie ein geiles Ergebnis rausbekommen. Ja. Also er konnte alles, aber nichts davon wirklich gut. Ist einfach so. Und er baut den sogar. So, einfach, wir kommen jetzt zum Kopfbau. Wir machen zwei Köpfe. Einmal diesen Hukain. Vielleicht kriegt das besser hin als wir. Also da hätte ich jetzt gar keine Pro-Tipps so. Nein. Ich habe den immer auf recht viel Kontakt gebaut, weil der ansonsten kam da irgendwie nichts rum, hatte ich immer so das Gefühl. Ich bin auf das Ergebnis wirklich gespannt. Ich hätte nicht gedacht, dass er zu ihm greift. Hätte ich auch nicht gedacht. Er greift den Lashlip. Khalifa, Litlip, Lashlip, irgend sowas hätte ich ja. Und den Moonfunnel werde ich mal zwei Kopfbautarten von mir euch zeigen. Zwei. Nice. Also im ersten machen wir so ein bisschen was cremig-fruchtiges mit dem 10 Minuten hält vom Video. Ja, hat er ja. Hat er gehalten. Bono und dem Eiskaktus von Holster. Einfach so 80-20 zusammengemacht. Erstmal natürlich alles mal schön durchrühren und dann locker flockig mit der Gabel mal in den Kopf einfach rein. Wenn was durchfällt, fliegt es halt. Ja, das ist so schmal. Du kannst halt immer eine volle Gabel reinstreichen. Nix. Aber das sieht man so, du hast ganz schön Struggle, den zu bauen. Siehst? Dann noch ein bisschen Eiskaktus. Ist auch nicht mehr viel da. Jetzt bin ich gespannt, wer das noch. Boah. Alter. Jo, Bruder. Hat da jemand ein Overpack bestellt? Dann ist es vielleicht ein bisschen viel Tabak, aber erstmal anfangen zu verteilen. Also, du willst das doch alles hinkriegen. Kannst du der Weile verteilen. Ja, aber wenn du da jetzt einen Callout reinhämmerst, kommt vielleicht wenigstens was bei rum. Ja, das kann sein. Prinzipiell rauche ich immer mehr den Kontakt, als irgendwie nur Noppen. Also Kontakt, vielleicht auch mal ein Overpack. Mach mal den Rand schon mal sauber. Aber oben hängt immer ein bisschen mehr drüber bei mir. Okay. Mach noch mit der Gabel ein bisschen schön. Drück ihn immer ganz leicht an. Boah, da seht ihr schon wieder, wie schmal das ist und das hängt schon alles über dem Funnelloch. Mhm. Wenn du da jetzt ziehst, das dauert 5 Minuten, die ganze Bowl ist voll. Und das soll jetzt keine Kritik an Marco sein, das ist einfach der Kopf. Er versucht schon das Maximum aus dem Ding rauszuholen, aber... Dann einfach, wie man es kennt. Yes, endlich! Nee, ich freue mich, mal wieder was anderes zu sehen. Konsti hyped as fuck. Ja. Alufolie drauf im Loch und dann später einfach Äpfel. Jawoll! Jetzt, Marco, du bist mein Mann. Ich feiere es gerade absolut. Schade, dass man jetzt die Loche und so nicht gesehen hat, aber das sah alles ganz okay aus. Er musste irgendwann den Schnitt setzen. Ja, also. Ja. Ich weiß nicht, es sieht aus, als hätte man es noch ein kleines bisschen besser spannen können, so, aber
Ja, Kleinigkeiten. Äpfel und Top drauf, drei Kohlen und ab geht's. Mein zweiter Kopf, der Moon, brauche ich dann mit meiner und aktuellen Lieblingskombi. Alfacker White Pots. Hier drin ist BN Papa. Oh, und nice. Natürlich dem geliebten Black Nana. Schön der Kilo. Einmal erst kräftig umrühren, gerade den Kilo. Oh, oh, was ist denn Digga, jeder los? Schmeißt heute den Kopf weg, Alter. Ich krieg den zweiten Herzinfarkt. Also wenn der nächste auch Bro-Smoke drin hat und den Kopf wegwirft, war es eine gute Session. Sehr gute Session, ja. Kopf fällt auch gern um. Und dann einfach immer gutes Drittel vom Black Nana, ein bisschen Vanille rein und abrunden dann noch mit. Black Nana Vanille klingt auch interessant irgendwie. Der White Pots ist sowieso sehr, sehr gut Vanille. Für mich der beste Vanilletabak auf dem Markt, period. Ja. Dann seht ihr guten Overpack. Der Luft leicht so einen Weg und die Luft. Noch ein bisschen Zeber über den Rand drüber. Und fertig ist der Kopf. Super. Ich muss sagen, zum Kopfbau, ich finde ihn ein bisschen wild. Ja. Weißt du, das sieht noch alles sehr unverteilt aus. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn der auf dieses krasse Overpack dann den Kalau drauf klatscht, kann das fast ein Vorteil sein, wenn du den nicht homogen gebaut hast, weil die Luft wenigstens noch irgendwo durchkommt. So, beim Overpack, jetzt Kohlen sind drauf, normal angemacht, wie man es kennt. Nehme ich immer, das war sich bis zur Zisch der Kopf, nehme eine Kohle runter, Kopf gleich mal hoch. Bisschen drehen. Das ist genau der Trick, wenn ihr mit dem Kalaut baut, aber der Durchzugrip ist, einfach mal hochheben, ein bisschen drehen, dann passt das. Boah, da kommt ordentlich was durch. Der drückt den Kopf. Freunde, also, hat das Setup bekommen mit dem... Man sieht es ja ins Auto nicht so krass mit dem Rauch. Man sieht nur Nebelschwaden durch die Gegend fliegen, aber sieht wild aus. Jo. Also, sieht gut aus. Also Kopf. Rauchentwicklung wunderbar. Aber klar, wenn du ein Overpack baust und im Hitze gilt, dann kann auch nichts anderes passieren als Rauchwolken ohne Ende. Da brauchst du Pferdelunge für das Ding. Freunde, nicht reden. Und da liegen drei Kohlen auf dem Apple on top. Wenn du das jetzt mit Markus Kopf vergleichst, dann ist der halt einfach krasser. Und vor allem, du hast hier auch noch eine ganz andere Hitzeverteilung durch den Apple on top. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Also das liegt ja fast schon mehr auf. Du hast nicht so eine dicke Fläche. Da sieht man wieder, der Kopf an sich, er funktioniert, das Setup funktioniert, der Kopfbau funktioniert, der Kopf raucht auch. Aber mit einem anderen Kopf hättest du vielleicht einfach mehr rausgeholt. Ja. Aber Digga. Einfach eine eigene Drehbank daheim. Also Marco, auch sehr, sehr, sehr wild. Cool. Von Pauli haben wir jetzt noch den nächsten. Und da haben wir wieder Prodator. Ja, da haben wir wieder Prodator. Bin ich aber mal sehr gespannt. Das ist so, Marvin sagt, ich darf kein Oblaco nehmen. Also nehme ich den Prodator. Ja. Moin Marvin, ich baue dir heute mal einen Kopf. Moin Meister. Im Prodator Funnel M mit Funnelstopfen dabei. Der kommt dir vielleicht bekannt vor. Den haben wir schon mal in einem anderen Video gezeigt. Wir bauen heute einen Triple Mix aus Red Lagoon, African. Kennst du den Red Lagoon? Ja. Wonach schmeckt der? Ein Kaktus. Ein Kaktus? Ein Kaktus, ja. Kaktus African Queen, stelle ich mir geil vor. Und Nameless Black. So ein bisschen Trauerminze, das muss halt auch einfach dabei sein, ne? Nana, fangen wir mal an. Da ist nicht mehr allzu viel drin. Ja, genauso mache ich das daheim auf. Echt? Teilweise, ja. Ja, da siehst du aber auch wieder, er kämpft sich auch wieder ab hier mit Kamera und rechts und links. Er ist scheinbar Linkshänder, wie es aussieht. Das macht es nochmal schwerer. So wie es aussieht, wird das auch... Weil, ja, genau, Overpack. Und mir schmeckt's. Als nächstes den Red Lagoon. Der schmeckt ein bisschen nach Kaktusfeige und bringt ein bisschen Frische mit rein. Das ist auch schon wilde Mischung heute am Start. Ja, sagen. Ist echt also auch so. Sehr, sehr cool. Ist echt so. Also ich habe echt Bock auf die BN Papa Traube Vanille. Black Nana Vanille Mische. Ja. Der African Queen schmeckt übrigens nach Erdbeere und einem Bärenmix. Ja, er scheint nichts in der zu sein. Das macht es natürlich nochmal deutlich schwerer, ne? Aber da hätte der Kollege auch einfach von einer Seite finden können. Vielleicht geht das nicht, weil da irgendwas steht. Keine Ahnung. Also für den Schwierigkeitsgrad kriegt er auf jeden Fall 10 Punkte. Ja, Bonuspunkt ist da. So, Tabakmenge sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Auch wieder sauber gearbeitet. Warum kriegen wir das nicht hin? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht sind wir einfach zu unfähig und einfach Dreckspatzen beim Kopfbau. Dann wird das jetzt alles mal schön verteilt, dass das so... Sieht mir fast ein bisschen angedrückt aus, aber der ist halt auch sehr fein und sehr matschig, ne? Es ist aber auch schwer, mit diesem Holzstäbchen ein bisschen ordentlicher zu drücken, weil du hast ja diese relativ große Auflagefläche im Vergleich zum Stecher, wenn du vorne die Spitze wobei das ist ja schon relativ klein so. Es dürfte als nächstes ein kleiner Cut kommen und dann kommen wir zur Rauchentwicklung. Okay, also ich hätte tatsächlich noch den Rand hier, guck mal, gerade sowas und hier... Also ich wäre da noch einmal um den Rand gegangen und hätte das alles hier noch so ein bisschen reingedrückt. Mit dem breiten Holzstäbchen wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob die andere Seite spitz ist, habe ich jetzt nicht gesehen. Ne, weil das wird jetzt halt unter der Smokebox liegen. Und wenn du das halt hier und da und hier und hier und hier hast, dann kann das auch im Geschmack was ändern. Vollkommen richtig. Für eine alte Amy.
Laut rein, 2,5 Kohlen, wild. Boah, die hat aber eine wilde Base, die Amy. Mhm. Sehr wilde Base. Erinnert mich ein bisschen an eine X-Hoop. Ja, irgendwie schon, habe ich auch gedacht. Ich würde sagen, der Hoopshot holt mal so ein bisschen was raus. Aber Rauchentwicklung sieht gut aus. Ja. Der Tabak ist. Ne, wird ein ordentliches Noppenkontakt sein. Ja, von daher, Palaut mit 2,5 Kohlen rein in die Masse. Sehr bärendominant. Also durch die vielen Bären in den Tabak. Aber durch die Kaktusfeige kommt die gewisse Frische noch mit durch. Aber da haben wir wieder einen Punkt, weil viele vorhin gesagt haben, alles teuer und drum und dran. Genau. Ihr seht wieder, es braucht nicht viel. Ich sag mal, die Pipe, was könnte kosten? 60er vielleicht? Ja, 60 Euro. Der Kopf oben kostet zwischen 20 und 22 Euro, je nachdem, wo du ihn holst. Der Kalaut haut halt nochmal rein. Da würde ich immer sagen, alles in allem kostet dieses Setup nicht mehr als 150, 160 Euro. Ja. Und es funktioniert einwandfrei. Ja, funktioniert. Ja, läuft. Ja, doch. Ja. Läuft. Panne, Noppenkontakt, Kalaut, 2,5 Kohlen. Was soll da passieren? Ja. Ja, Leute, das war's schon wieder für den Community-Kopfbau. Aber sehr, sehr wild. Wie gesagt, Leute, ich feiere das immer, wenn ihr den Kopf baut und wir zugucken können. Ich finde es einfach richtig geil. Nicht nur, weil wir eure Shishas sehen. Was habt ihr wirklich daheim mit? Was raucht ihr wirklich? Welchen Tabak habt ihr daheim? Was findet ihr nice? Sondern auch einfach euch zu sehen, wie ihr einen Kopf baut. Nicht nur Namen, sondern eben auch Leute, die dahinter sind, mal zu sehen. Finde ich ultra geil. Kuss fürs Mitmachen an alle, die da ein Video eingesendet haben. Ich fand es heute, sorry, wenn ich unterbrechen muss, extrem schön, weil... Ja. Ganz seltene Köpfe dabei waren. Echt so. Sachen, die wir super selten gesehen haben. Es waren Leute dabei, die jetzt nicht 30 Pfeifen zu Hause haben, sondern vielleicht nur 3, 4 oder auch nur eine, wie der Kollege jetzt zum Schluss. Es waren teure Pfeifen dabei, es waren günstige dabei. Ihr habt gesehen, dass ein günstiges Setup funktioniert, ohne weiteres. Ich fand das mit eines, für mich jetzt, was ich gucken durfte, der schönste Community-Kopf, was ich jetzt gesehen habe. Ja,